Geniale Kunstwerke und alles über die Technik des Fotografierens in den 50er Jahren präsentiert die Sonderausstellung Salfelden in Schwarz-Weiß im Museum Schloss Ritzen. Wir waren für Sie schon mal bei der Ausstellungseröffnung. Das Museum Schloss Ritzen in Salfelden eröffnet mit der Sonderausstellung Salfelden in Schwarz-Weiß der Fotoclub in den 50er Jahren die Sommersaison 2011. Der Fotoclub wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, ausgehend aus einer bescheidenen Arbeitsgemeinschaft für Fotoamateure. Vorrangiges Anliegen des Vereines war es, durch Kurzvorträge von Mitgliedern, Aufnahmetechnik, Dunkelkammerarbeit und auch Endfertigung von Schwarz-Weiß-Bildern und Farbdiapositiven zu verbessern. Darüber hinaus hatte die Fotografie aber gerade nach Ende des Krieges eine weitere wichtige Bedeutung. Die Anfang 50er Jahre waren ja noch immer ein Nachbrennen vom Krieg selber. Und es sind im Krieg sehr viel ziemlich belastet nach Hause gekommen von den Kriegsereignissen. Und ich sehe das heute noch, dass sehr viel über viele Dinge noch nicht sprechen können. Und diese Belastung und dann heimkommen und dann sehen, dass sehr viel von dem, wie sie es verlassen haben, doch noch da ist. Und das wieder neu aufnehmen zu dürfen und können. Und für die, die fotografiert haben, ganz besonders, die haben ja einen anderen Blick oder schauen anders, viel intensiver. Und für denen war das für mich gesehen so eine Art eine seelische Befreiung. Der geht hinaus, sieht das Motiv, die spricht ihn an und ich gebe dir einen Spruch, ich sehe nur das, zu dem ich bereit bin zu sehen. Wilmar Toni organisierte mitunter diese Sonderausstellung. Er kann wahrlich als Fotopionier bezeichnet werden und ist einer der letzten Mitglieder des Clubs, der beinahe von Anbeginn des Vereins als aktives Mitglied tätig war. Mit der Fotografie kann man einen Moment Dauer geben. Wie man den Moment dann schlussendlich nachempfindet, liegt immer im Auge des Betrachters. Für mich zum Beispiel gerade, was die Fotos betrifft, gell, ich sage jetzt ja gerade in so einer schnelllebigen Zeit, die wir alle erleben. Und sie wird immer schneller und schneller und schneller. Und was halt wirklich ein bisschen die Zeit und beziehungsweise die Erinnerung. Außer den Gedanken sind es eben die Fotos. Und Fotos sind Tatsachen. Das ist Erinnerung. Erinnerung an Glückliches, an Aufregendes, aber auch an Trauriges. Und umso mehr muss ich sagen, dass so ein Fotoclub oder wie es eben heute bei der Ausstellung war, diese Inhalte festzuhalten und automatisch entwickelt sich ein dementsprechendes Gefühl dazu. Und deshalb finde ich es so wertvoll, dass man wirklich an der Erinnerung dranbleibt, dass man sie festhält und dass man sie lebt. Und deshalb sage ich, es wischt wirklich ein bisschen den Staub des Alltags von der Seele. Die Liste der Salfeldner Vereine ist sehr umfangreich. Im Rahmen von Ausstellungen wie dieser hat man die Möglichkeit, einen Verein und dessen Tätigkeiten zu entdecken, wiederzuentdecken oder aber auch einmal nur zu bewundern. Also es ist wirklich wunderschön, das zu sehen, zu beobachten, mit welcher Akribie, mit welcher Freude das aufbereitet wurde. Also das freut mich wirklich und als Verantwortlicher für Salfelden bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir sowas haben, vor allem, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier im Museum Ritzen das zu bieten. Es ist eine wunderbare Veranstaltung. Das Heimatmuseum Schloss Ritzen in Salfelden ist weder alltäglich, noch braucht man deren Ausstellungsstücke zu entstauben. Es lässt neben den alljährlich wechselnden Sonderausstellungen auch Einblicke auf Traditionelles, Altbewährtes und Kulturelles der Gemeinde zu, das Besuchern jedes Alters begeistern kann. Uns ist wichtig, dass sich das Salfeldner im Museum wiederfindet, das heißt bei der Auswahl der Themen für die Sonderausstellungen ist uns der Salfeldenbezug wichtig, so wie jetzt Fotoclub in den 50er Jahren, Salfelden in Schwarz-Weiß. Vor allen Dingen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir die Jugend und die Kinder ins Museum bringen. Wir arbeiten sehr intensiv mit den Schulen zusammen, beziehungsweise haben ein hauseigenes Kinderprogramm. Ein Heimatmuseum sollte demnach kein starres Gebilde sein, das sich über die Jahre und Jahrzehnte nicht zu verändern getraut. Das hat sich auch die Museumsleitung zu Herzen genommen. Wir werden das Museum in drei Säulen
neu präsentieren, das heißt die, römischen Fresken, dann die Krippenausstellung, die ja nach wie vor eine der größten im gesamten alpenländischen Raum ist. Und was uns ganz besonders freut, wir werden eine Gottfried-Salzmann-Galerie einrichten. Wahrscheinlich wird es 2013 dazu die große Ausstellungseröffnung dann geben. Gottfried Salzmann zählt zu einem der international bekanntesten Salzburger Künstlern, der 1943 in Saalfelden geboren wurde. Mit der Galerieeröffnung ist das Modernisierungsprojekt des Heimatmuseums aber noch lange nicht abgeschlossen. Die Sonderausstellung Saalfelden in Schwarz-Weiß, der Fotoclub in den 50er Jahren, kann man bis Ende Oktober dieses Jahres besuchen.